Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Herzlich willkommen zum Thema pH-Werte von Salzlösung. Es gibt ja Aufgaben, bei denen meist abgeschätzt werden muss, ob der pH-Wert einer Salzlösung sauer, basisch oder neutral ist. Und ich möchte in diesem Video einfach mal einen möglichen Weg zur Lösung solcher Aufgaben angeben. Gut, wir beginnen einfach mal damit, indem wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was ein Salz denn eigentlich ist. Ein Salz, nehme ich jetzt einfach mal aus diesem Begriff Salzlösung, ein Salz besteht aus Kationen und Anionen. K, das sind die Kationen, K plus im einfachsten Fall, und A, das sind die Anionen, und das soll hier A minus im einfachsten Fall sein. Gut, pH-Werte, die haben was mit Säuren und Basen zu tun, und Säuren, das sind im Grunde nach Brødsted Anionen mit Protonen. Also Säuren sind Protonendonatoren. Protonen sind positiv geladen, demzufolge muss da irgendwo noch ein Anion dranhängen. Also ist eine Säure im Wesentlichen so aufgebaut. Also Anion A- und H+. Gut, eine Base, das ist nun Protonenakzeptor in diesem Fall, und der besteht im Wesentlichen aus, oder die Base besteht im Wesentlichen aus Kationen K+ und Hydroxidanionen, also OH-. Gut, jetzt haben wir hier den Begriff Salzlösung. Wir haben gesehen, dass ein Salz im Grunde aus den veränderbaren Komponenten der Säuren und Basen besteht. Also können wir sagen, eine Salzlösung besteht im Wesentlichen. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.